Moinsen, 500 Gramm Burger, gar kein Problem. Ich denke, bei diesem Burger kann nichts schief gehen. Bacon, Onion, geht immer, ne? So, den Bacon, den schmeiße ich jetzt direkt indirekt auf den Grill. Direkt indirekt. So, Deckel zu. Dann haben wir hier noch 250 Gramm Rinderhack, bisschen gehackte Zwiebel, Käse, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ein Burgerbrötchen, eine Barbecue-Soße. Dann habe ich hier vom Röpershof, Röpers Universal. Da ist alles wirklich drin, wie Steinsalz, Knobi, Pfeffer, Muskat, Liebstöckel, Rapsöl, hast du nicht gesehen? Riecht verdammt gut. Den muss ich jetzt nur noch mal schmecken. Und damit würzt mir einfach ein bisschen unser Hackfleisch. Ich mache jetzt ein Patty davon. Wenn der Bacon ein bisschen ausgelassen ist, hacken wir ihn klein, schmeißen ihn dazu und dann gehen wir rüber in den Grill. So sieht unser Bacon jetzt aus. Nur ein bisschen Farbe ziehen lassen hier. Ganz locker. Und den machen wir uns einfach ein bisschen klein. Das fliegt mit unser Patty. Das wird geknetet, Patty geformt. Dann sehen wir uns drüben am Grasgrill wieder. So, erstmal eine Kugel geformt. Den drücken wir jetzt einfach so, wie er ist, platt. Das ist auch ein Monster-Ding. Das ist ja leicht ein 300 Gramm Patty jetzt. Leider gar nicht. Vielleicht auch 400. So, auf jeden Fall größer als das Brötchen. Der zieht sich noch ein bisschen zusammen. Diese Mulde hier. Weiß bis heute kein Mensch, ob man die unbedingt braucht. Vielleicht auch Aberglaube. Macht sie rein oder lass es. Aber ein Grill. So, hier verbrennen gerade noch ein paar Reste vom Bacon. Soll uns nicht stören. Das dicke Ding grillen wir jetzt erstmal 4 Minuten volle Pulle. 4 Minuten haben wir geschafft. Den drehen wir mal rum hier. Jo. Den geben wir auf jeden Fall nochmal 4. Und dann packen wir das Käse drauf. Und dann starten wir mal mit dem Käse. 1 und 2. Den lassen wir so mal 1-2 Minuten in Ruhe. Und dann bauen wir uns mal ein kleines Burgerchen. Wir sind soweit, wir wollen Burger bauen. Wie ihr seht, habe ich das Brötchen auch schon ein bisschen angeröstet. Ein bisschen Soße, oben und unten. Hier so eine kleine Bulette. Und Hochzeit. So, ihr Lieben, ich habe mir mal Spaß gemacht und den gewogen. Der hat satte 498 Gramm. Da sollte ich satt von werden. Das ist der Killer. Der ist so saftig. Burger gehen immer. In allen Variationen. Aber diese, die ist ganz vorne mit dabei. Und easy, ne? Habt ihr gesehen. Ganz schnelle Nummer. Ui. Ich sag euch was. Der ist lecker. Und der gibt richtig Mundkeule. Zwiebel. Und auch dieses Gewürz mit schön Knobi drin. Geile Meile. Ihr solltet einen Burger nachmachen. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar. Oder ein Abo. Hier oben, da oben, hier oben. Ne? Und bis zum nächsten Mal.